September in den Alpen. Von den Gipfeln und Matten ist der Sommer längst geflohen. Der Morgennebel in den Hochtälern riecht nach Moor. Und von den Felswänden hallt das Echo mächtiger Stimmen. Seit dem Frühling schon baut sich in diesen Bergen eine Spannung auf. Staut sich eine Kraft, die sich nun mit Wucht entladen wird. Es ist das imposanteste Schauspiel des Jahres. Die stärksten Hirsche versammeln einen Harem und verteidigen ihn gegen Rivalen. Hier entscheidet sich, wer sind die Mütter und wer die Väter der nächsten Generation. Das war vielleicht der Auftakt zu einem neuen Leben. Wenn es so ist, wird diese junge Hirschkuh in etwa 8 Monaten ein Kalb zur Welt bringen. Es wird ihr erstes sein. Mai in den Bergwäldern. Das Rudel hat sich aufgelöst. Allein sucht die Hirschkuh einen stillen, sicheren Platz nah am Wasser. Und dann geschieht irgendwo im Unterholz, lautlos und unsichtbar, ein Wunder. Ein gesundes Hirschkalb, eine gesunde Mutter. Besser kann ein Leben nicht beginnen. Doch größer noch als das Wunder des Lebens ist das des Überlebens. Ein Wildtier ist fast ständig in Gefahr, vom ersten Tag an und gerade im ersten Lebensjahr. Ein ganzer Sommer, ein Herbst und vor allem ein Winter müssen vergehen, bevor sich zeigt, was aus diesem Jungtier wird. Der Winter war mild und es ist noch früh im Jahr, Ende Mai. Für ein paar Tage ist das Laub der alten Bergbuchen so durchscheinend zart, dass die Sonne den Waldboden dampfen und frisches Grün hochschießen lässt. Ein Hirschkalb, männlich, 3 Tage alt, Geburtsgewicht 12 Kilogramm. Das ist viel. Ein gewaltiger Vorsprung gegenüber leichteren oder jüngeren Kälbern. Der Wettlauf des Lebens hat zwar schon längst begonnen, lange vor der Geburt. Doch auch diese ersten Wochen sind mitbestimmend für sein Schicksal. Von der ersten Stunde an ist das Hirschkalb auf den Beinen. Seither tut es unablässig und mit rasantem Tempo zweierlei: lernen und wachsen. Schon wird das Laub ledrig und rauscht dunkler, doch immer noch weht von den Bergen der Schneewind. Und der ist voll aufregender Düfte. Stille, naturnahe Wälder mit uralten Bäumen sind ideale Kinderstuben. Für den Waldbaumläufer ebenso wie für das Rotwild. Solche Wälder sind heute rar. Großteil der Zeit ist das Kalb allein. Auch seine Schlafplätze sucht es sich selber. Doch wirklich allein ist man in einem solchen Wald nie. Seit Jahren nutzt die Fähe diesen Bau, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Ihre Zeit ist bald um. Dies ist wohl ihr letzter Wurf. Sie hat nur 2 Junge dieses Jahr. Aber ihre Kräfte lassen nach.
Die Jungen werden ihr lästig, wenn sie hungrig sind. Und das sind sie so gut wie immer. Also muss sie wieder los. Anders als das Hirschkalb haben die Jungfüchse Tage gebraucht, bis sie die Augen öffnen konnten, und Wochen bis zum ersten Verlassen des sicheren Baus. Nun aber werden ihre Ausflüge täglich gewagter. Und was gestern noch Grenze war, muss heute überschritten werden. Auch wenn das Hirschkalb döst, seine Sinne sind wach. In den ersten Lebenstagen droht die größte Gefahr vom Fuchs, solange er das kleine Kalb schnell und sicher überwältigen kann. Der einzige Schutz ist jetzt seine Tarnung. Der eindringliche Fuchsgeruch ist neu für das Kalb. Doch es spürt instinktiv, sein Leben ist bedroht. Ein Hirschkalb, das ist mehr Fleisch als 100 Mäuse. Das Kalb spürt, der Feind kommt näher. Wo ist die Mutter? Es drückt sich flach in den Boden, macht sich unsichtbar. Nur noch sein Herzklopfen könnte es verraten. Es hält den Atem an und verschließt alle Körperöffnungen. Jetzt ist es so gut wie geruchlos. Erst in allerletzter Not sendet das Kälbchen ein lautloses Alarmsignal an seine Mutter. Seine Voraugendrüsen stoßen einen intensiven Duft aus. Glück, dass die Füchsin davon keinen Wind bekommt. Die Hirschmutter hingegen hat sich stets windabwärts aufgehalten. Zunächst hat sie die Witterung ihres Kalbes verloren. Dann muss sie den Fuchs gewittert haben. Und nun das Alarmsignal. Es geht um Sekunden. Wenige Schritte vom Kalb entfernt stampft sie fest auf den Boden. Eine deutliche Drohung. Mutter und Kind können wieder durchatmen. Die Hirschkuh hätte ihr Junges bis aufs Blut verteidigt. Das ist auch dieser Mutter klar. Das enge Band zwischen den beiden wird ein ganzes Jahr lang bestehen. Erst dann ist das Junge sozusagen flügge. In den ersten Wochen nimmt die Mutter Kot und Urin des Kalbes auf, damit es in seiner Umgebung keinerlei Duftspuren hinterlässt. Draußen, auf den hellen Wiesen, werden die letzten Frühlingsblumen bald im hohen Gras verschwinden. Selbst wenn das Gras in voller Höhe stünde, ein Hirsch könnte sich hier kaum verbergen, wohl aber ein Reh.
Mitten auf der Wiese und doch heimlich im hohen Gras hat sich eine Rehgeiß niedergelassen. Ihre Zeit ist gekommen. Binnen einer Stunde setzt sie Zwillinge. Das Erstgeborene kann schon stehen, bereit für die erste Mahlzeit, während das Jüngere noch von der Fruchtblase umhüllt ist. Fruchtblase und Nachgeburt werden spurlos beseitigt. Alles muss rasch gehen. Das ist die riskanteste Phase im Leben eines Rehs. Rehkitze sind viel kleiner als Hirschkälber. Sie wiegen kaum ein Fünftel. Dafür sind bei Rehen Zwillinge fast die Regel. Bei Hirschen hingegen eine rare Ausnahme. So wie die Hirschkuh nimmt auch die Rehgeiß alle Ausscheidungen der Kleinen auf. Der Ort soll so wirken, als wären sie gar nicht da. Reh und Wiedehopf, beide lieben die vom Menschen gepflegte Landschaft. Die beiden Kleinen werden ihr gesamtes Leben im Umkreis von 1-2 Kilometern verbringen. Das Erstgeborene macht sich nur ein kleines Stück weit davon und sucht sich einen versteckten Liegeplatz. Das zweite Junge wird getrennt abgelegt, vielleicht 100 Schritt entfernt vom ersten. Anfangs bleiben sie getrennt, dann sind sie ein Jahr lang unzertrennlich. Im Tal werden schon die Wiesen fett. Doch ein Stockwerk höher enden 7 Monate Winterschlaf erst jetzt. Für das Murmeltier ist das der erste Frühlingstag. Die Steinböcke hatten den ganzen Winter über die Gipfel und Grate beinahe für sich allein. Aber wenn einmal die Alpenblumen mit dem Apollo um die Wette leuchten und die Schmelzwasser tosen, ist es mit der einsamen Stille im Hochgebirge vorbei. Unten im Tal hat die Unruhe auch die stillsten Wasser erfasst. Die Bäche fließen schneller, die Seen schwellen an. Längst frisst das Kalb auch Gras. Aber wiederkäuen kann es noch nicht. Sein rasantes Wachstum verdankt es der enormen Milchleistung seiner Mutter, die nun für 2 fressen muss. 5 Wochen ist der kleine Prinz nun alt. Unter ihrem wachsamen Blick sind seine Bewegungen sicher geworden, schnell und grazil, wie man es von einem Hirsch erwartet. Hirsche sind gesellige Tiere. Die Mütter waren lange genug allein mit ihrem Nachwuchs. Jetzt erst wird deutlich, wie viele Kälber in diesem Wald versteckt waren. Die Mütter kennen einander. Mitte Juni, sobald die Kälber marschtüchtig sind, ziehen sie wie auf ein geheimes Zeichen hin, gemeinsam los. Auf derselben Route, auf der auch ihre Mütter sie vor Jahren erstmals geführt haben. Kaum ist das Jungtier mit der Umgebung, in die es geboren wurde, vertraut, verlässt es sie auch schon. Hirsche sind Nomaden. Ihr Lebensraum ist weit und vielfältig. Von den Matten ist der Schnee verschwunden. Das sind die größten natürlichen Grasflächen Europas. Seit dem Ende der letzten Eiszeit und dem Verschwinden der Steppen ziehen Hirsche zu diesen Sommerweiden hoch. Heute gibt es nur noch wenige Plätze, wo nichts sie daran hindert. Die männlichen Rudel sind schon da. Sie rüsten eilig auf für den Herbst. Ihre mächtigen Geweihe stehen im Bast und wachsen noch.
Der Bast ist eine gut durchblutete samtige Haut. Er baut binnen weniger Monate das gesamte Geweih auf, bis zu 2 Zentimeter pro Tag. Der Bast ist äußerst empfindlich. Eine Verletzung verkrüppelt das Geweih. Und so sind die Hirsche in dieser Zeit friedlich. Ohnehin ist jeder mit sich selbst beschäftigt, denn es gilt, Unmengen Eiweiß und Mineralstoffe aufzunehmen. Sobald das Geweih ausgewachsen ist, verhärtet es und wird zur toten Materie. Dann wird der Bast abgestoßen. Man hat den Eindruck, die Hirsche würden nun von einem unerträglichen Juckreiz geplagt. Deshalb verfegen sie, wie Jäger und Förster sagen. Und da muss so mancher junge Baum dran glauben. Dieser jährliche Kraftakt der Geweihbildung wird oft bestaunt und durchaus zu Recht. Aber er ist nichts gegen das, was der Körper einer Hirschkuh leistet, wenn sie einen Embryo produziert, in Rekordzeit mit ihrer Milch den Körper eines Kalbes aufbaut und ihr Kalb ein ganzes Jahr lang führt. Hoch über den anderen, er ist ein Rudel, das durch schmächtigere Geweihe auffällt. Diese Gipfelregion gehört eigentlich alpinen Spezialisten, Meisterseglern, Winterschläfern, Extremkletterern. Gemsen etwa. Ihr Körperbau, ihr gesamter Organismus und ihr Verhalten sind auf das Leben im Hochgebirge eingestellt. Das gilt auch für den Steinbock, dessen Evolution in den Gebirgen Eurasiens stattfand. Diese Tiere sind im Fels zu Hause und im gleichsam arktischen Klima, das hier herrscht. In dieser steilen Welt, wo die Berge zwar hoch, doch nicht allzu felsig sind, beweist der Rothirsch seine Vielseitigkeit. Einst war er ja ein Bewohner der Steppe, der flachen, offenen Baumlandschaft. Dieses Rudel aber ist in das Reich der Gemsen und Steinböcke vorgedrungen. Es sind sogenannte Steinhirsche. Das ist keine eigene Art. Steinhirsche sind nur deutlich leichter und weitaus zäher als die meisten ihrer Artgenossen. Im Sommer mischen sich die Rudel und teilen sich wieder. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Doch die Geschlechter mischen sich kaum in der sogenannten Feistzeit. Die einzigen männlichen Tiere, die ständig mit den Hirschkühen weiden, sind halbwüchsige, einjährige, sogenannte Spießer. Hirschkälber, die in diesem Frühjahr geboren wurden, haben noch gar kein Geweih. Dank dem sozialen Rang seiner Mutter hat auch der kleine Prinz im Rudel eine Sonderstellung. Sie führt ihn an die besten Futterplätze. Und keinem anderen Tier würde es einfallen, ihn von dort zu vertreiben. Das kann nur eine höhere Macht. Vor allen anderen reagiert die führende Hirschkuh im Rudel auf Gefahren. Sie ist die sensibelste, vorsichtigste von allen. Es ist auch sie, die am schnellsten Entscheidungen treffen kann. Und kaum setzt sie sich in Bewegung, folgt ihr das gesamte Rudel. Die Tiere wissen, das Wetter kann ganz plötzlich umschlagen. Und dann wird der Berg zur Todeszone. Wann man flüchten muss und wohin, lernt jedes Jungtier von seiner Mutter. Jeden Sommer fallen dem Blitz Hirsche zum Opfer, manchmal ganze Rudel. Das Hochgebirge. Hier toben sich Naturgewalten aus. Dann wieder ist es die friedlichste Sphäre dieser Welt.
sonst findet man Wildnis und Zivilisation, Urland und Kulturland in solcher Harmonie? Seit Jahrtausenden treibt der Mensch seine Herden hier herauf. Mitte Juni. Dem kleinen Prinzen ist diese Stimme noch fremd, doch er wird sie wohl noch oft hören. Seit Generationen sind Hirten und Hirsche gemeinsam da. Es waren wohl die Hirsche, die erst Jäger, dann Hirten in diese Höhen führten. Tausend Jahre ist es her, da gab es in Europa noch Wildrinder. Selbst wenn sich Hirsche nicht um Rinderzäune scheren, die Grenzen, die der Mensch ihrem einst grenzenlosen Lebensraum setzt, werden für jede Generation enger. Die Stimme des Hirten ist den Hirschen bald ebenso vertraut wie seiner Herde. Aber in den ersten Tagen des Almsommers sind sie noch scheu. Sobald der Wind dreht, flüchten sie. Im Lauf des Sommers aber werden sie sich an den Menschen, zumindest an diesen, gewöhnen. Seine Gegenwart ruhig hinnehmen. Dieses friedliche Nebeneinander von Menschen und Wildtieren macht die Almenregion gewissermaßen zu einer Insel der Seligen. Aber es ist eben doch eine Insel. Denn in den Tälern ringsum, keinen halben Tagesmarsch entfernt und durchaus im Blickfeld der Hirsche, hat der Mensch zunehmend die Welt verändert. Und er verändert sie immer noch. Schneller als je zuvor. Siedlungen wachsen ins Uferlose. Und zwischen den Siedlungen Verkehrswege. Tagtäglich werden in Österreich 2 Fußballfelder Grünland zu Asphalt oder Beton. Für Wildtiere sind solche Straßen absolute Barrieren. Anders die vielen Landstraßen im Alpenraum. Sie sind für Rotwild leicht zu queren. Und gerade deshalb so gefährlich. Sonnenaufgang nach einer kurzen Sommernacht. Um diese Zeit mischen sich Disco- und Schichtverkehr. Noch sind nicht alle Hirsche und Rehe in ihre Tageseinstände und zu ihrem Nachwuchs zurückgekehrt. Aber nun drängt die Zeit. Die nahen Siedlungen werden bald erwachen. Oben in den Bergen sind Mutter und Kind in Sicherheit. In guten Jahren bleiben sie den ganzen Sommer hier. Nur Kuhglocken, Jodler, ferne Motorsägen und die Witterung einzelner Menschen erinnern vage
an eine ganz andere Welt, tief unten im Tal. Doch ist der Bergrasen verdorrt oder überweidet, zieht es die Hirsche dorthin, wo das Gras grüner ist. Sie folgen dabei immer wieder denselben Routen. Wo bekannte Wechsel, Schnellstraßen und Autobahnen kreuzen, hat man da und dort sogenannte Grünbrücken errichtet. Die österreichischen Bundesforster betreuen und beobachten etliche solcher Grünbrücken und koordinieren den Schutz des gesamten Umfeldes. Die Tiere können Grünbrücken nur dann nutzen, wenn zu beiden Seiten auch grüne, ungestörte Korridore führen. Ist die Brücke aber einmal angenommen, herrscht über der Autobahn oft nächtlicher Querverkehr. Einst bewegte sich das Rotwild frei in der Landschaft. Von den Alpen bis zu den Auwäldern und Feuchtwiesen, entlang der großen Flüsse. Die letzten großen wilden Flussauen Mitteleuropas, da wo die March in die Donau mündet, sind ein fast idealer Lebensraum für Rotwild. Fast, denn die Hirsche hier führen ein Inseldasein. Auch die Au ist von Zivilisation umringt. Die Auhirsche sind riesig, mit 3,5 Zentnern doppelt so schwer wie ihre Verwandten im Gebirge. Bald werden die Tage wieder kürzer als die Nächte. Die friedliche Feistzeit ist vorbei. Früher als ihre Verwandten in den Bergen sind die Auhirsche aufgerüstet für den großen Wettkampf um den Fortbestand ihrer Gene. Die Bullen sind nun massig, muskelbepackt, strotzend vor Kraft, vollgepumpt mit Testosteron. Von nun an bleiben die Gewaltträger den weiblichen Tieren dicht auf den Fersen. Spürbar liegt Spannung in der Luft. Selbst die Wasserfläche vibriert unter den rauen Bässen. Die Sonne geht immer früher unter. Jeden Tag um einen Hirschensprung, sagt man. Oben an der Waldgrenze genießt das Kalb die letzten Strahlen. Aber wo ist seine Mutter? Verschwunden ist auch die vertraute Witterung der Rinder und des Hirten. An ihre Stelle tritt ein fremder, bedrohlicher Geruch. In den Alpen ist die Jagd Teil des Lebens. Hirsche vermehren sich zwar nicht wie Kaninchen, doch die haben 1000 Fressfeinde. Und Hirsche so gut wie keinen. Zwei ähnlich starke Hirsche auf einem Platz. Mit größter Vorsicht taxieren sie einander. Der Jäger kennt jeden Hirsch in seinem Revier. Alter, Status, Gewohnheiten. Er kennt den gesamten Wildbestand. Während der Brunft kommt der Platzhirsch Tag und Nacht nicht mehr zur Ruhe. Das Röhren und Rennen, das Kämpfen und Zeugen verbraucht die letzten Kräfte. Das Zeitfenster, in dem eine Hirschkuh empfangen kann, ist nur kurz. Auf dieses Fenster lauern ringsum die Rivalen. Ah!
Zwei-, dreimal während der Brunft hat die Hirschkuh einen Eisprung. Jeweils für ein, zwei Tage. Im Abstand von etwa 2 Wochen. Die meisten Kämpfe dauern nur Sekunden. Dann steht der Stärkere fest. Die Verlierer? Nicht eigentlich geschlagen, nur schwer frustriert. So gut wie alle Kälber des nächsten Jahres stammen von einigen wenigen Platzhirschen. Dem Rest der potenziellen Väter bleibt die Hoffnung auf das nächste Jahr. Dieser Althirsch hat schon ein reiches genetisches Erbe hinterlassen. Wenn sich die Täler in Wolkenmeere verwandeln, der Schnee endgültig auf den Gipfeln liegen bleibt und die Lärchen zu Gold werden, dann hallt von den Felsen kein Echo mehr. Die Brunft ist vorbei. Die Hirsche sind abgekämpft. Bis zu 30 Kilo Gewicht haben sie verloren. Davon müssen sie sich vor dem Winter so viel wie möglich zurückholen. Männliche und weibliche Tiere gehen wieder getrennte Wege. Mutter und Kind sind wieder vereint. Der Winter kommt früh dieses Jahr. Und nicht nur früh, er kommt massiv. Von einem Tag auf den nächsten ist die Welt eine völlig andere. Der Winter ist der große Richter über stark und schwach. Dieser Winter ist vom ersten Tag an gnadenlos. Viele Hirsche, die meisten, überleben einen solchen Winter in den Bergen nur mit fremder Hilfe. Ihr Winterhaar isoliert zwar unglaublich wirkungsvoll gegen Nässe und Kälte, ihr großer Körper erträgt Kälte sogar besser als Hitze. Doch der tiefe Schnee schneidet die Hirsche von ihren Nahrungsquellen ab. Einst zogen die Hirsche des Alpenrandes bei solchem Wetter weit hinunter in die Flussauen. Heute werden sie mit Futterstellen dahin gelenkt, wo sie am wenigsten Schaden anrichten. Auch wenn sich der Schnee binnen weniger Tage mannshoch aufschichtet, oben über der Waldgrenze bleibt er nicht lange liegen.
Binnen einer einzigen Nacht können orkanartige Winde Millionen Tonnen Schnee verfrachten. Noch überwältigender als die Gewalt des Sturms ist die der großen Stille. Nur leergefegte Rasenflanken zeigen an, woher der Wind geweht hat. Die Steinhirsche haben im Windschatten ausgeharrt. Jetzt aber holen sie sich gierig die Reste der Sommerweide. Die Tiere bewegen sich wie in Trance. Ihr Stoffwechsel brennt auf kleinster Flamme. Herzschlag und Körpertemperatur sind drastisch reduziert. Das Hirschkalb und seine Mutter haben sich im Herbst dem Steinhirschrudel angeschlossen. Wie die meisten Kühe ist auch die Mutter des jungen Prinzen wieder trächtig. Die Hirsche können nur langsam schreiten. Im Zustand der Winterruhe ist eine geschützte Zone lebenswichtig. Denn Hirsche reagieren auf jede Störung mit Flucht. Und dazu müssen sie ihren gesamten Organismus schlagartig hochfahren. Eine enorme Belastung. Geschieht dies wiederholt, ist der Körper bald überfordert. Winter für Winter kommt so ein Teil des Wildes um. Nahrung gibt es an windausgesetzten Stellen. Der Aufenthalt dort ist nur bei Windstille und in den Sonnenstunden erträglich. Bei rauem Wetter und nachts ziehen sich die Tiere an geschützte Plätze zurück. Für diese täglichen Strecken brauchen sie ihre ganze verfügbare Energie. Die Steinhirsche teilen sich die upperen Stellen mit Schneehühnern, die hier Samen und Früchte von Zwergsträuchern finden. Das Rudel hält sich an ausgetretene Wechsel. Die Hirsche meiden Tiefschnee und besonders Bruchharsch, um sich nicht zu verausgaben oder an messerscharfen Eiskrusten zu verletzen. Sie gehen vorsichtig, denn selbst eine geringfügige Beinverletzung kann um diese Jahreszeit und in diesem Gelände den Tod bedeuten. Menschen werden meist wahrgenommen, bevor sie selbst irgendetwas wahrnehmen. Manchmal aber tauchen sie völlig überraschend an Geländekanten auf. In jedem Fall bedeutet ihr Erscheinen für die Hirsche zumindest Stress. Die Tourengeher ahnen nicht, dass sie eine Welle der Angst auslösen. Es ist wie in einem Albtraum. Die Tiere wollen rennen, aber die Beine wollen nicht recht gehorchen. Muskeln und Herz müssen erst auf Touren kommen. Die Mutter des Prinzen ist das sensibelste Tier im Rudel. Im Sommer wäre sie längst verschwunden. Aber jetzt ist jeder schnelle Schritt, jeder Sprung eine Qual. Und der Boden ist gefährlich vereist. Und was nun geschieht, geschieht nicht selten in den Alpen. In seinem siebenten Monat ist das Hirschkalb allein.
Lange hat es nach seiner Mutter gesucht. Nun muss es sich alleine durchschlagen. Hirschkühe nehmen keine fremden Kälber an. Die Überlebenschancen eines Waisenkindes im Hochgebirgswinter sind so gut wie null. Nach ihrer Flucht aus dem ungeschützten Gelände über dem Wald bleiben die Hirsche in Deckung. Der Schnee liegt hier tief. Die einzige Nahrung, die sie hier finden, sind die schwer verdaulichen Triebe von Nadelbäumen und deren Rinde. Sobald die Rinde fehlt, stirbt ein Baum. Ein einziger Hirsch kann binnen 2 Wochen eine Waldfläche von der Größe eines Fußballfeldes vernichten. Und hier geht es um Schutzwälder, die das Tal vor Lawinen schützen. Wann immer es das verwaiste Kalb zu seinen früheren Gefährten zieht, vertreiben die Kühe es mit Bissen. Bestenfalls dulden die Geweihträger ein mutterloses Kalb in ihrer Nähe, ohne ihm etwas anzutun. Immer noch hofft es, die Witterung der Mutter aufzuspüren. Vielleicht darf es mit einem männlichen Hirsch mitlaufen und ist dann weniger einsam. Doch echte Hilfe gibt es für ein solches Jungtier nicht. Und der Winter ist noch lang. Geht es dann auf das Frühjahr zu, liefern die imposanten Geweihträger ein wahrhaft kurioses Schauspiel. Je größer die Würde, desto komischer ihr Verlust. Sogar der Betroffene selbst scheint's mit Humor zu tragen. Es wird ja auch die Jüngeren treffen. Und das ist nicht einmal der einzige Trost. Das nächste Geweih wird noch größer sein. Der Zeitpunkt des Geweihabwurfs wird von der Dauer des Tageslichts bestimmt. Fast alles im Leben der Hirsche, Brunft und Geburt, das Ziehen von einem Ort zum anderen, Wachstum und Verlust des Geweihs, geschieht im Einklang mit dem Rhythmus der Sonne. Nicht einmal die Eiszeit hat ewig gedauert. Solange keine neue anbricht, weicht auch der längste, härteste Winter irgendwann dem Frühling. Wenn die ersten Lärchen blühen und die letzten Schneereste dahinschmelzen, gibt auch der Winter seine traurigen Geheimnisse preis. Wie jedes Frühjahr geht das Leben weiter. Eine Geschichte so alt wie die Welt. Und doch immer wieder zum Erstaunen. Wieder ziehen die Hirschkühe mit ihren Kälbern vom Auwald in die Berge. Doch diesmal folgt der vertrauten Route auch ein Hirschkalb ohne Mutter. 1 Jahr alt. Im Ansatz ein Geweih. Ein Prinz? Der Prinz.